Der Treffpunkt mitten in Freiburg für den SC-Fan. SC-Fanshop und SC-Bistro. Im Fanshop finden Sie alles rund um den SC. Sportkleidung und Fanartikel, bei denen Qualität großgeschrieben wird. Und nirgends lässt es sich so fachsimpeln wie im offiziellen SC-Bistro. Dem Bistro für Fußballinteressierte. Ein Besuch, der sich immer lohnt. Ran. Sat 1 Fußball. Ein Genuss mit Bex. Es war vieles perfekt vorbereitet. So zum Beispiel das Stadion. Durch die neue Südtribüne noch schmuck. Neue Saison, alte Sitten. Volker Finkes Team startete wieder einmal mit einer Niederlage. Diesmal bei Borussia Mönchengladbach. Abwechslungsreiches Spiel am Sonntagabend. Der SC Freiburg hätte schon früher in Rückstand geraten können. Heuberts Kopfball war eindeutig hinter der Linie. Null zu null bis weit in die zweite Hälfte. Freiburg steigerte sich, bis Karl-Heinz Flipsen kam. Die Entscheidung eine Viertelstunde vor Schluss. Flipsen 120 Sekunden zuvor eingewechselt. Bei diesem Treffer stimmte die Zuordnung in der Freiburger Hintermannschaft überhaupt nicht. 0 zu 1 auf dem Bökelberg. Saisonpremiere verpatzt. Und so richtig stand noch keiner Kopf in Freiburg. Heimpremiere mit der neuen Südtribüne, 22.500 Zuschauer, der Ministerpräsident des Landes und sein Finanzchef, sie gaben sich die Ehre. Ein Fest gegen Aufsteiger St. Pauli sollte es schon werden. Nur die Hauptakteure, sie spielten nicht mit. Kraftlos, orientierungslos und ein Schuss Pech dazu. Die Führung der St. Paulianer wurde begünstigt durch Axel Sundermann. Ein halbes Eigentor war es schon. Es war kaum was zu sehen vom gefürchteten Kombinationsfußball der Breisgauer. Die Starken der letzten Saison liefen ihren Stärken hinterher. Ausgekontert von den frechen Neulingen. 0 zu 2 durch Scharping. Der Frust kroch so langsam in die Herzen der Freiburger. Der dritte Spieltag. Auswärts beim VfB Stuttgart, gegen den man noch nie einen Punkt abgegeben hatte. Doch diesmal war es ein Derby mit anderen Vorzeichen. Elber mit der frühen Führung der Stuttgarter. Das Freiburger System offenbarte auch hier noch viel zu viele Lücken. Krasimir Balakov. Das 2:0 für den VfB. Erste Wehmutsgedanken an Cardoso wurden wach, der ähnlich elegant und übersichtlich die Freistoßvarianten beherrscht hatte. Immerhin noch vor der Pause der Anschlusstreffer durch Axel Sundermann. Symptomatisch für Freiburgs Zustand, ein Verteidiger erzielte das erste Saisontor für den SC Freiburg. Wie weggeblasen die Begeisterung der letzten Saison. Der VfB auf dem Weg zum 3:1 durch Giovane Elber. Es war der erste Stuttgarter Sieg überhaupt in der Bundesliga gegen den SC Freiburg. Die Bilanz nach 3 Spieltagen war ernüchternd. Kein Punkt, ein Tor, Tabellenletzter. Frankfurt die nächste Herausforderung und endlich das lang ersehnte Erfolgserlebnis.
Heidenreich und Todd fanden aus dem Tief heraus das 1:0. Da half auch Nationaltorhüter Köpke ein bisschen mit. Leichte Entspannung beim Freiburger Trainerteam. Zweikampfschulung hatten sie gepaukt in den Übungseinheiten. Der Lohn des 2:0 durch Uwe Spieß. Jens Todt und Uwe Spieß, die alternierenden Kapitäne, sie besiegelten den ersten Sieg der Saison. Es war ein Sieg des Willens, noch keine spielerische Offenbarung. Das war trotzdem dreimal, ich sag's so, wie es ist, einen auf die Fresse kriegen. Damit haben wir nicht gerechnet, das ist eindeutig. Und bis dann, sage ich mal, auch der Kopf wieder klar ist. Also die vierte Ohrfeige, das ist auch eine Charaktersache der Mannschaft. Da haben wir auch kurz drüber gesprochen. Die vierte Ohrfeige, da ziehe ich mal den Kopf weg und schlag zurück. Fünfter Spieltag, der Gang ins Münchner Olympiastadion. Der Kampf um die Arbeitsplätze. Andreas Zeyer gegen Mehmet Scholl. Zum ersten Mal in dieser Saison spielten Heidenreich und Borodjuk gemeinsam im Mittelfeld. Das spielerische Potenzial war auf Freiburger Seite. Bayern München aber schoss die Tore. Jürgen Klinsmann des 1:0. Die Siegesfanfare war eine Spur zu laut, denn der glückliche Bayern-Sieg resultierte eher aus den Abwehrschwächen der Freiburger. Jörg Schmadtke, es war die Angst des Torhüters vor dem Ausflug? Nein, eher vor dem Ausrutscher. Interpretationshilfe durch Jörg Schmadtke. Wenn man ein so deutlich kurzer Schuss, dann macht man hinten auf und dann muss der Torwart halt mitspielen. Und ich bin erstens dafür bekannt, dass ich Spaß an so einem Spiel habe. Und zweitens, dass ich es auch kann. Schwenkel hat man heute auch gesehen. Sechster Spieltag, Freiburg gegen Bremen. Der Liebling kehrte zurück ins Dreisamstadion. Rodolfo Cardoso zu Gast mit Werder Bremen. Sein Weggang war für viele die Ursache für Freiburgs Talfahrt. Der Argentinier musste nach 20 Minuten bereits verletzt ausscheiden. Ein anderer Bremer hielt durch. Mario Basler 0:1, zweite Heimniederlage. Und das alte Lied. Nichts zu sehen vom Freiburger Wirbel, nichts zu spüren vom alten Selbstbewusstsein. 3 Punkte verloren und wieder letzter der Liga. Abstieg war urplötzlich kein Tabuthema mehr am Rande des Schwarzwaldes. Zwischenbilanz vor der 10. Runde. Nur 5 Punkte aus 9 Spielen. Volker Finke reagierte und präsentierte Alain Sutter, der das Vakuum im offensiven Mittelfeld durch den Weggang von Cardoso beheben sollte. Der Schweizer, vom FC Bayern gekommen, erfüllte diese Aufgabe im Heimspiel gegen den HSV aber noch nicht. Jörg Alberts profitierte von der Unpässlichkeit seines Gegners und der hieß Jörg Heinrich. 0:1 nach 8 Minuten. Bald darauf das 0:2. Jörg Heinrich, der Nationalspieler, hatte einen miserablen Tag erwischt. Torschütze wieder Jörg Alberts. Jörg Heinrich aber, schon seit Saisonbeginn außer Form, wechselte bald darauf zum Meister Borussia Dortmund. Gedankenspiele von Jörg Schmadtke. Die zweite Hälfte gegen den HSV glich einem Offenbarungseid. Das 0:3 durch Harald Spürr, wie im Training. Der SC Freiburg weiter Tabellenletzter. Krisengedanken von Jens Todt und Alain Sutter. Im Latein am Ende bin ich eigentlich schon, denn ich weiß nicht genau, was wir jetzt noch machen können in der Woche. Es geht ja erstmal nur darum, das Selbstvertrauen wiederzukriegen. Und wie man das macht, habe ich keine Ahnung. Was muss man denn jetzt machen? Das Einzige, was da hilft, ist ein Erfolgserlebnis. Da kann man gar nicht viel anderes dazu tun. Die 12. Runde. Neue Leute braucht das Breisgauland. Harry de Chever, der Holländer, und Nikola Jurcevic, der Kroate. Volker Finke reagierte auf die Sturmschwäche und den langen Ausfall von Uwe Spieß. Nach dem 1:1 in Karlsruhe gab es auch daheim gegen Uerding nur ein 1:1. Aber das erste Erfolgserlebnis für Alain Sutter. Er erzielte den Ausgleich in der zweiten Hälfte.
Zwar hatte der SC Freiburg wieder Punkte verschenkt, aber es blieb die freudige Erkenntnis, die Neuen, vor allem Dischewehr und Sutter, passen ins Freiburger System. Nein, es hat sich schon im Training abgezeichnet. Schon nach dem ersten Training hat man gesehen, dass das ein klasse Mann ist. Und der wird für Furore sorgen in der Bundesliga, bin ich sicher. 13. Spieltag, wieder Dienstreise nach München. Voll Optimismus fuhren die Freiburger zu den Münchner Löwen. Doch im Olympiastadion war der alte Trott wieder erkennbar. Kein Mut, kein Zusammenhalt, kein Pressing. Selbst die Weltklasseleistung von Schmadtke vermochte die Kollegen nicht zu motivieren. Herausragend, was Jörg Schmadtke alles hielt. Aber das 1:0 fiel dann doch wenige Sekunden vor der Pause. Peter Novak, das 1:0 für 1860. Und dann die zweiten 45 Minuten. Eine schlechtere zweite Hälfte als jene haben die Freiburger wohl noch nie gespielt in der Bundesliga. Das 2:0, Stevic, der Torschütze. Und dazu dann noch der Platzverweis für Freiburgs Libero Vogel. Nach einer Notbremse gegen Olaf Bodden. Am Ende hieß es dann 3:0 für die Münchner Löwen. Freiburg hatte nun schon 6 Punkte Rückstand zum rettenden 15. Platz. Wenn der Torwart der beste Mann ist, dann ist Ewert nicht in Ordnung. Also Torwart sollte halt ein Stütze sein, aber er sollte niemals der beste Mann sein. Weil dann ist mit der Mannschaft nicht in Ordnung. Und was? Ja, dann spielen andere halt nicht so gut, wie sie eigentlich spielen sollten. 14. Spieltag, Freiburg gegen Rostock. Vor dem Heimspiel gegen den starken Aufstieg. Peinlich war's. Aber dieses Missgeschick war die Initialzündung für ein beispielloses Kampfspiel der Freiburger. Dischewer und Jurcevic. Der Ausgleich noch vor der Pause. Beide Neuzugänge waren diesmal zum ersten Mal von Beginn an dabei. Der Kroate, lange Zeit gehandicapt durch eine Knieverletzung, erzielte seinen ersten Bundesliga-Treffer. Endlich ein befreiender Moment für Volker Finke. Aber was noch fehlte, war die endgültige Bestätigung. Und die kam nach 59 Minuten. Harry Dischewer mit dem Siegtor. Auch für ihn war es der erste Treffer in der Bundesliga. Erst das 1:0 durch Jurcevic, jetzt die Zusammenarbeit zwischen Sutter und Dischewer. Volker Finke hatte also auf die Richtigen gesetzt. Der Beginn einer leidenschaftlichen Aufholjagd. Und einer war ganz besonders glücklich. Ich habe in der Halbzeit mit dem Harry Dischewer gesprochen und er sagte, er macht für mich ein Tor. Und deswegen hatte ich dann eigentlich keine Bedenken mehr. 2 leidgeplagte im Abstiegskampf auf den Lauterer Betzenberg, der 16. gegen den 18. Volker Finke musste auf den gesperrten Dischewer verzichten. Da müssen schon mal die Abwehrspieler die Tore erzielen. Martin Spannring kurz nach der Pause mit seinem ersten Saisontreffer. Der Freiburger Verteidiger hatte sich mittlerweile in Bertis Notizbuch gespielt. Wenig Ästhetik in diesem Spiel, dafür umso größere Spannung. Der SDFCK schaffte mit viel Glück doch noch den Ausgleich. Axel Sundermann hatte sich verletzt. Volker Finke wechselt in der 83. Minute Steffen Korrell ein. 3 Minuten später. Korrell, Neuzugang vom FC Homburg, erzielt mit diesem wunderbaren Tor das 2:1, der Siegtreffer. Es war der erste Auswärtssieg der Freiburger. Das Glück kehrte allmählich zurück.
Spieltag Nummer 16, Harry Deschever, war wieder dabei, als es nach Leverkusen ging. Das 1:0 für Freiburg schon nach 8 Minuten. Und Harry, der Knipser, wie er fortan genannt wurde, demonstrierte klassische Stürmerqualitäten. Im richtigen Moment vom Gegenspieler gelöst und dann mit vollem Risiko direkt ins Tor. Das neue Wirrgefühl. Physiotherapeut Karel Marlies als Schuhtechniker. Die Stollen und auch die Abwehr hielten bis zum Schluss. Elfmeter für Leverkusen. Volker Finke zweifelte an der Entscheidung, die aber völlig korrekt war. Zeyer stieß Lupescu um. Sergio gegen Schmadtke. Endlich konnte der Freiburger Torhüter das zurückgeben, was er 3 Wochen zuvor gegen Rostock verpatzt hatte. Jörg Schmadtke, wussten Sie die Ecke von Sergio? Sieht so aus, oder? Nee, wusste ich nicht. War ein bisschen Glück. Was ging denn durch den Kopf? 90. Minute, so gekämpft und dann Elfmeter? Als ich gesehen habe, wie er sich den Ball hingelegt hat, habe ich auch nicht gewusst, da kann nicht viel passieren heute. Gibt so Tage, ehrlich. Da weiß man halt. Der 3. Sieg in Folge. Der SC Freiburg stand zum ersten Mal nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. 17. Spieltag, Ausklang der Hinrunde. Der Meister aus Dortmund war zu Gast in Freiburg. Und die Kernfrage hieß, Gummi oder Leder? Halb gefroren, halb aufgetaut, schwierige Bedingungen, aber es wurde ein klasse Spiel. Vor allem vom SC Freiburg eine erste Hälfte par excellence, Chancen im 5-Minuten-Takt. Jens Totz und Stefan Kloß. Wenige Minuten später. Wieder Jens Totz. 0:0 zur Pause. Die Einwechselspieler hatten es auf der Bank. Mollig warm. Doch schon bald wurde allen bitterkalt ums Herz. Denn Dortmunds erste richtige Chance nutzte Lars Ricken zum entscheidenden 1:0 für den späteren Herbstmeister. Ein klasse Spiel ohne Happy End für den SC Freiburg. Platz 16 nach 17 Spielen. Der SC Freiburg überwinterte auf einem Abstiegsplatz. Ich habe in der Halbzeit in der Tat beim Reingehen nur gesagt, wenn die Spiel, wenn Dortmund die Spiel heute nicht verliert, dann holen die den Weltpokal. Weil wirklich, das ist eben so. Man spürt das richtig, dass eine Mannschaft einfach auf dem richtigen Lauf ist. Das neue Fußballjahr, der Rückrundenstart im Dreisamstadion. Der Gegner hieß nicht nur Mönchengladbach, sondern der Gegner war auch der Platz. Schnee und Eisplatten, Fußball als Lotterie im bitterkalten Freiburg. Der einzige Höhepunkt nach gut einer Stunde. Martin Spannring. Für kurze Zeit wähnte sich der SC Freiburg im Besitz der 3 Punkte. Doch Schiedsrichter Fröhlich stufte Spannrings Einsatz als regelwidrig ein. Zu Unrecht. Kein Tor, kein Sieg, aber auch keine Niederlage. Und vor allem keine Schuldzuweisung. Ich sage jetzt nicht, dass es jetzt am Schiedsrichter liegt. Gut, ich muss die Perspektive, weiß ich nicht, wo der Schiedsrichter stand. Es kann sein, dass das in 18 Schiedsrichterpfeifen oder 18, bei 18 Spielen gepfiffen wird oder auch gar nicht. Kann man auch nicht sagen, dass das jetzt Fingerspitzengefühl ist. Er sieht es nun mal als Foulspiel und er muss in Sekundenbruchteil entscheiden und dann pfeift er halt. Im Nachhinein kann ich ja dann nicht mehr böse sein. Nach einer Zwangspause, die Partie in St. Pauli war ausgefallen, das immer wieder frische Derby gegen den VfB Stuttgart. 2 Namen zeichneten für den Erfolg. Zum einen Jens Todt, der Kapitän mit dem 1:0. Und zum anderen Jörg Schmadtke. Wo immer ein Stuttgarter hinschoss, Schmadtke war schon da.
Der Mann, der in der Bundesliga die meisten Großchancen vereitelte. Das jedenfalls sagt die Sat.1 Datenbank, die Bank ihres Vertrauens. Es war ein unterhaltsamer Nachmittag mit kleinen Dissonanzen. Für Jurcevic-Treffer gab es nämlich keine Anerkennung vom Schiedsrichter. Der entschied auf Abseits. Ein Fehlurteil. Wenn dann in zwei Heimspielen hintereinander ein reguläres Tor nicht gegeben wird, das zehrt einfach an den Nerven. Und ich bin ja auch verantwortlich so ein bisschen fürs Nervenkostüm der Mannschaft. Und da habe ich heute ein schlechtes Gefühl gekriegt, weil ich wusste, wenn sie sich da jetzt dran hochziehen, dass wieder was nicht gegeben ist und dann irgendwann das 1-1 fällt, dann ist es mehr als ein Unentschieden. Aber nichts von dem passierte an diesem Nachmittag. Denn auf Vorarbeit von Jens Todt traf Harry Dischewehr zum 2:0. Endstand 2:1 und Platz 13. Das war schon fast so schön wie in der letzten Saison der UEFA Cup. Der SC Freiburg zu Gast bei der Eintracht in Frankfurt. Schlechtes Spiel, mäßige Stimmung und das nicht mehr für möglich gehaltene Erfolgserlebnis. Kurz vor dem Ende der eingewechselte Rath. Der 1:0-Siegtreffer für den Sportclub. Thomas Rath, der neue Mann, von Dynamo Dresden gekommen, oft verletzt und mit Anpassungsschwierigkeiten. Doch an diesem Tag war er der Matchwinner. Die Bayern kamen nach Freiburg. Ein Feiertag, der gar nicht so festlich begann. Elfmeter für die Münchner. Zeyer zerrte Zickler zu Boden. Jürgen Klinsmann nach einer Viertelstunde. Doch die Cleverness des FC Bayern fand schnell ein Ende an diesem Nachmittag. Die Wende kam wieder einmal mit Harry Dischewehr. Nach 34 Minuten. Selten hat er solche Freiheiten genossen. Der Dank an Co-Trainer Sarstedt. Freistöße waren wieder in, weil erfolgreich, beim SC Freiburg. Die Vorarbeit kam von Alain Sutter, der gegen seine alten Kollegen groß auftrumpfte. Zweite Hälfte, gleiches Bild. Alain Sutter und Harry Dischewehr. Das 2:1, 6 Minuten nach der Pause. Und es war wie immer für die Münchner, die großen Bayern mit zittrigen Knien vor den vermeintlich kleinen Freiburgern. Lothar Matthäus und Christian Ziege mit dem Götz-Zitat auf den Lippen. Fußball wurde wieder zelebriert im Breisgau. Der Kapitän mit dem 3:1 Endstand, Jens Todt, war wieder der Alte, wie fast die gesamte Mannschaft. Die Bayern demoralisiert. Freiburg, die erfolgreichste Mannschaft im Bundesliga-Frühling. Und selten klang es so schön wie heute das Badener Lied. Zwei Freunde, die inzwischen wieder zusammenspielen. Jens Todt und Rodolfo Cardoso beim Zusammentreffen im Bremer Weserstadion. Lachen konnte dann nur einer, nämlich der noch Freiburger Jens Todt. Dank Harry Dischewehr. Konzentriert in den Zweikämpfen, clever im Kontern. Der SC Freiburg war nicht zu stoppen. Jurcevic und Dischewehr. Lob aber auch an diesem Tag an den fleißigen Andreas Zeyer, der vieles im Mittelfeld abräumte. Die Entscheidung fiel kurz vor dem Ende. Wieder Harry Dischewehr, eingeleitet durch einen exzellenten Konter. 2:0 in Bremen, 7. in der Tabelle. Auf einmal waren die UEFA-Cup-Plätze ganz nah.
ich glaube, es ist ein Sieg sicher heute von der Mannschaft. Wir haben überhaupt 4, 5 gute Chancen gehabt. Die haben wir mit alle erreicht. Und wir haben 2 benutzt, aber okay, wir haben wieder 3 Punkte. Der Harry selber zum Beispiel, der heute wieder 2 Tore gemacht hat, mir nur erzählt hat, ist, sagt er, das kann man wohl nur als Zugereister hier verstehen. In Deutschland muss man 3-mal mit dem Arsch wackeln, dann wird man ein großer Star. Und der hat einfach nur gesagt, das würde in Holland nie passieren. Er sagt, ich habe noch nie in der Nationalmannschaft gespielt, war noch nie holländischer Meister. Wieso bin ich ein Star? Hektik beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Schiedsrichter Malbrank entschied nach Rücksprache mit seinem Linienrichter auf Elfmeter, der korrekterweise ein Handspiel gesehen hatte. Harry de Chevert. Gegen Bodo Ilgner 1:0, die verdiente Führung nach 75 Minuten in einer sonst durchschnittlichen Partie. Wenig später musste nach Ralf Hauptmann auch noch der Kölner Olise den Platz verlassen. 2 Platzverweise für den krisengeschüttelten Verein vom Rhein. Das machte sich der SC Freiburg zu nutzen. Der eingewechselte Uwe Wasmer, lange Zeit im zweiten Glied, setzte noch einen drauf. 2:0 der Endstand. Der SC Freiburg auf dem Höhepunkt der Saison. 7 Spiele ohne Niederlage. Platz 7, Erinnerungen an die letzte Saison wurden wach. Achtundzwanzigster Spieltag. 3-mal zuvor hatte es keinen Sieg für den Sportclub gegeben. Und dann noch das Baden-Derby gegen den KSC. Es wurde zur Vorführung. Thomas Hessler, das 0:1. Manche träumten schon wieder vom internationalen Geschäft. Die Realität schrieb aber ein anderes Drehbuch. Burkhard Reich mit dem 0:2 nach 25 Minuten war schon alles gelaufen. Die, die sonst nicht zuschauen können, durften diesmal doch hinein. 20 Minuten vor Schluss öffneten sich die Tore. Was es noch zu bestaunen gab, es war das 0:3 durch Schroth und die Erkenntnis, dass in dieser Saison dem SC Freiburg die Konstanz fehlte. Dafür gab es aber Gründe. Das hat man jetzt in den letzten Spielen gesehen, dass die erste Serie der Rückrunde sehr, sehr viel Kraft gekostet hat. Die 31. Runde. Die Mannschaft wirkte ausgelaugt, dazu viele Verletzte. In Rostock musste nun auch Jörg Schmadtke ran, als Feldspieler mit der Nummer 1. Für ihn ging Bene King ins Tor. Jörg Schmadtkes Ballkünste haben wir noch in bester Erinnerung. Es wurde eine launige, gar lustige und noch spannende Schlussphase. Denn der Psychotrick wurde fast gekrönt. In der 90. Minute Einwurf Sundermann, Kopfball Schmadtke und Alain Sutter verpasste. 0:1 verloren in Rostock, der Fall auf Platz 12. Es wurde wieder eng im Abstiegsgeschäft. Doch das Thema des Tages blieb der Stürmer Schmadtke. Mit der Nummer 1 heute vorne im Sturmzentrum am Ende. Was war das für eine Idee? Weiß ich, fragen Sie den Trainer. Haben Sie besondere Sturmqualitäten, dass man Sie da nochmal nach vorne gestellt hat? Haben Sie sich zugeguckt? Waren Sie sauer, weil Sie sagen, fragen Sie den Trainer? Nein. Außerdem ist der Schmadtke jemand, der in Freundschaftsspielen schon des Öfteren mal im Feld als Stürmer gespielt hat oder bei Hallenturnieren. Und das war jetzt nicht so, dass das nur zum Amüsement war. Das ist schon so mit der Hoffnung gewesen, dass er eventuell vorne noch was bewegen kann. Vorletzter Spieltag. Jens Todt gab die blumenartig weiter an Rudi Völler. Freiburg gegen Leverkusen, auch ein Spiel um den Klassenerhalt. Die Freiburger besannen sich noch einmal auf ihre Tugend, das Kurzpassspiel. Jurcevic mit dem Abschluss.
1:0. Die Vorlage kam von Jens Todt. Das Dreisamstadion übrigens schon zum 102. Mal ausverkauft. Noch vor der Pause die Entscheidung gegen einen völlig verunsicherten Gegner. Ralf Kohl und Andreas Zeyer, das 2:0. Am Ende hieß es 2:1 für den Sportclub. Klasse gehalten. Wer hätte nach der Hinrunde noch daran geglaubt? Der Ausklang beim alten und neuen deutschen Meister in Dortmund und ein Wiedersehen mit Jörg Heinrich. Zwei Mannschaften feierten die Saison auf ihre Weise. 5 schöne Tore, 2 davon von SC Freiburg, 1 natürlich von Harry de Chever, sein 11. in der Bundesliga. Platz 11, ein freudiger Platz 11. Volker Finke hat eindrucksvoll bewiesen, dass er auch zum Krisenmanagement taugt. Selten haben Neuverpflichtungen während einer Saison so eingeschlagen wie Alain Sutter, Nikolaj Jurčević oder Harry de Chever. Der SC Freiburg hat längst seine Reifeprüfung Bundesliga vollzogen. Das dritte Jahr in Deutschlands Eliteklasse war ein harter Existenzkampf mit kurzem Flirt um einen UEFA-Cup-Platz. Das Stadion ist nach dem Ausbau eines der besten der Bundesliga geworden. Die Fans waren es ohnehin schon immer. Bundesliga in Freiburg ist kein Kurzabenteuer mehr. Wer so viel Nervenstärke und Leidenschaft in schwierigen Situationen bewiesen hat, der wird irgendwann davon profitieren und deshalb schon bald wieder UEFA Cup spielen. Da bin ich mir ganz sicher. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte der Schweizer seinen ersten Auftritt. Knapp 1000 Zuschauer waren gekommen, Rekord beim krisengeschüttelten SC. Hoffnung sollte er bringen und Erfolg. Sutter für 2 Millionen Mark vom FC Bayern losgeeist, zahlte das Vertrauen zurück, trotz monatelanger Krankheit, trotz aufgestauten Frust, den er aus München mitbrachte. Von Cardoso sprach man alsbald nicht mehr, wohl das schönste Kompliment an Sutter in Freiburg. Ich bin auch ein Spieler, der sich unterordnet und einordnen kann. Und das kann man vergessen im heutigen Fußball, dass einer kommt und alles wird anders. Ich bin ein Element von 22 und da einer allein kann überhaupt nichts bewegen. Bei allem Gemeinschaftssinn, Alain Sutter braucht seine Freiheiten. Ob bei der Kleidung oder im Privaten. Sutter und der Profifußball, zwei Welten, die erst in Freiburg zueinander gefunden haben. Und deshalb hat er im Preisgau verlängert, obwohl die Enttäuschung über die Ausbotung vor der EM tief saß. Ich wusste, was ich an Freiburg habe. Ich wusste auch speziell, was ich am Trainer Volker Finke hatte. Und deshalb musste mich niemand mehr überzeugen. Es war vielleicht die beste Runde, die Sutter je in der Bundesliga gespielt hat. Die meisten Vorlagen zu Toren gab er, der dankbarste Abnehmer, vielleicht die größte Überraschung.
macht so ein bisschen im übertragenen Sinne, der macht ein Foto im gegnerischen 16er. Ganz sicher nimmt er aus dem 16er was mit und haut nicht wieder ab, ohne dass der Gegner eine bleibende Erinnerung hat. Mit einem Video seiner schönsten Tore, die er daheim mit Go Ahead Eagles schoss, bot sich die Chevier an. Viele zögerten, auch Borussia Dortmund, weil der Holländer schon einmal eine schwere Knieverletzung überstehen musste. Doch Volker Finke packte zu für gut 1 Million Mark. Zum Glück für den SC. Der lächelnde Holländer, die Sympathien immer auf den Lippen, hat sogar bis 1999 verlängert. Sein Stürmerkollege wirkt ein wenig ernster, Nikola Jurcevic, von Casino Salzburg ausgemustert. Volker Finke führte den Kroaten sogar bis zur EM nach England. Wir haben ja im Grunde auch Leute geholt, die gerade in ihrem Verein nicht in der Blüte ihres Könnens standen, sozusagen. Es war für die Spieler gut, dass sie zu uns gekommen sind, eindeutig, sie haben alle davon profitiert. Es war für uns gut und es war vor allen Dingen für die anderen Leistungsträger unserer Mannschaft gut. Die anderen, da taten sich zwei hervor. Martin Spannring, der den Sprung in Bertis Team schaffte, und vor allem Jörg Schmadtke. Die Konstanz in Person und immer dann, wenn es wichtig wurde. Selten wirkte der ehemalige Düsseldorfer so gereift und zuverlässig wie in dieser Saison. Dabei muss er sich immer noch mit dem Klischee des Luftikus herumplagen. Ich denke, es ist nicht angebracht, mich so zu bezeichnen, auch wenn es da Experten gibt von einer großen Fachzeitschrift, die der Meinung sind, das wäre so. Aber mein Gott, es gibt halt Menschen, die kann man halt nie belehren. Verantwortung übernehmen, sei es in der Mannschaft oder wie hier bei der Vorbereitung der Weihnachtsfeier. Seit gut einem Jahr trainiert Jörg Schmadtke die A-Jugend. Ein erster Schritt in Richtung Alterssicherung. Doch zunächst will er noch einmal den großen Coup landen, der da heißt UUEFA Cup. Eine Sache des Genusses, auch wenn es diesmal das Aus in der ersten Runde ergab. Für Präsident Achim Stocker war es das erste Pflichtspiel live im Dreisamstadion, auf das es noch weitere gibt in dieser schnuggeligen Arena. Rekord. Alle 17 Heimspiele der Freiburger waren in dieser Saison, wie schon in den zwei Spielzeiten zuvor, ausverkauft. Da das Dreisamstadion erstmals über eine gesamte Saison ein Fassungsvermögen von 22.500 aufwies, konnte der Sportclub in seiner dritten Bundesliga-Saison mit 382.500 Zuschauern einen neuen Rekordbesuch verzeichnen. Effektiv. Mit 30 Toren erspielten die Freiburger sich 42 Punkte. Damit brauchten sie im Schnitt von allen Bundesligamannschaften die wenigsten Treffer für einen Punkt. Allerdings waren Freiburgs 30 Tore auch die wenigsten von allen Teams der Liga. Serien. Vom 6. bis zum 10. Spieltag verloren die Freiburger 3 Heimspiele hintereinander. So eine Misserfolgsserie hatte es zuvor im Dreisamstadion noch nie gegeben. Zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Geschichte blieb der SC Freiburg vom 15. bis zum 23. Spieltag 5 Auswärtsspiele in Serie ungeschlagen. Darunter waren 4 Siege. Wer 1-0 führt. Keinem Gegner gelang es in dieser Saison, ein Spiel gegen die Freiburger noch umzudrehen. 11-mal ging der SC mit 1-0 in Führung, am Ende gab es 9 Siege und nur 2 Unentschieden. Seele verkauft. Die Freiburger Mittelfeldspieler trafen in dieser Saison nur ganze 7-mal. Damit hatte Freiburg das torungefährlichste Mittelfeld der Liga. In der letzten Saison mit Cardoso hatte der Sportclub noch 39 Treffer durch Mittelfeldspieler erzielt und damit den höchsten Anteil in der Liga. Dribbelstark. Die Spieler des SC Freiburg waren die besten Dribbler der Bundesliga. Bei 56% ihrer offensiven Dribblings gelang es den Freiburgern, ihren Gegenspieler auszuspielen. Der Knipser Harry de Chevert war mit 11 Toren und 4 Assists an exakt 50% der 30 Freiburger Saisontore unmittelbar beteiligt. Kein anderer Bundesliga-Profi hat diese Bilanz. Und das, obwohl der Holländer erst ab dem 12. Spieltag zum Einsatz kam. In der Rückrunde traf nur Jürgen Klinsmann mit 10 Treffern häufiger als de Chevert, der 9 Tore erzielte. Der Dauerbrenner Jörg Schmadtke stand als einziger Freiburger seiner Mannschaft in allen 34 Spielen über 90 Minuten zur Verfügung. Übrigens, der Freiburger Torhüter konnte immerhin 81% der Torschüsse, die auf sein Tor flogen, abwehren. Eine sehr gute Bilanz.
Das war RAN. Sat.1 Fußball. Ein Genuss mit Becks.